Hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute gibt es unseren 18. Super Samstag Videohop mit dem Thema Es wird blumig. Und da habe ich dieses Kärtchen für euch. Das wird hier so aufgestellt. Sieht dann so von oben aus. Und so. Ja, das Video wird diesmal etwas anders, weil mir ist nämlich etwas passiert. So sieht mein linker Arm aus. Ist leider gebrochen. Und deshalb, ich kann auch basteln, weil mit der rechten Hand geht ja noch einiges. Aber es sieht nicht so elegant aus. Und deshalb habe ich alles so ein bisschen vorbereitet. Und ich denke, ihr könnt das trotzdem nachvollziehen. Ja, dann fangen wir mal an. Wir brauchen Farbkarton in Savanne. Und den schneiden wir uns zurecht in einem breiten Streifen in 23,6 cm mal 9,7 cm. Es gibt dann hier ein Rechteck und das falzen wir dann auf der langen Seite bei 11,8 cm. Dann brauchen wir diese Skizze. Und zwar habe ich da eine Schablone gefertigt. Dann nehme ich also ein Stück euren Farbkarton, irgendwas, was ihr habt. Und das hat dann die Größe 9,7 cm mal 11,8 cm. Unten schneide ich auf beiden Seiten 2 cm weg. Und hier in einer Höhe von, nachmessen, 2,3 cm ungefähr, schneide ich 0,5 cm ein und verbinde dann diese Linie. Weggeschnitten habe ich das mit dem Schneidebrett. Dann wird es schön exakt. Und das Schöne ist, wenn ich das reinlege, dann kann ich von dieser Stelle unten bis oben hin die Linie nehmen, so einlegen. Und von hier bis hier wegschneiden, nachdem ich es zusammengefaltet habe. Das sieht dann ein bisschen netter aus. Ich kann euch dieses neue Schneidebrett wirklich nur ans Herz legen. Das ist mir im Moment sehr hilfreich, weil das Papier hält wirklich ganz fest da drin. Ich habe ja in der linken Hand im Moment keine Kraft. Und ich kann dann trotzdem einfach so wegschieben und schneiden. Falzen, es verschiebt sich nichts. Also sehr gut, wenn man so ein bisschen eingeschränkt ist. Dann habe ich diese Prägeform genommen. Das ist dann die Prägeform Korbgeflecht. Die wird jetzt aus dem Programm genommen. Aber bis Anfang Juni gibt es die ja noch. Und dann sieht das so aus, wenn ich das durch die Big Shot ziehe. Nur vorne, hinten nicht. Was ich dann auch noch brauche, das ist ein Streifen in Savanne in 10 cm mal 2 cm und den falze ich bei 1 cm, 5 cm und 9 cm. Das wird dann der Steg zum Aufstellen. So, das habe ich dann hier schon mal fertig. Dann gehe ich dran und dekoriere das Ganze, nehme irgendwelche Blumen. In dem Vorzeigeprojekt habe ich die Mohnblüten genommen. Die sind unheimlich schön, lässt sich alles ausstanzen. Das sind die Stanzformen Mohnblüten. Sind sehr schön, aber ich wollte es jetzt mal ein bisschen anders machen. Ne? Man sieht ja zwei Ausführungen. Gut. Habe ich mich für die Tulpen entschieden. Und zwar habe ich da verwendet das Stempelset Tulpengröße und die Stanzform Tulpe. Dann habe ich mir verschiedene Tulpen abgestempelt auf weißem Farbkarton.
So zum Beispiel, die kleinen musste ich ausschneiden. Und die großen, die lassen sich mit dieser Stanze eben ausstanzen. Da gibt es auch noch einen Trick. Wenn ihr den Stemperatus habt, dann könnt ihr euch auf einem Rollenstückchen Farbkarton einfach diese Tulpen ausstanzen, wie es in der Stanze ist, in den Stemperatus einlegen und die Stempel entsprechend reinlegen und festmachen auf der Oberplatte. Und dann habt ihr immer den Abstand. Dann könnt ihr es später einfach ausstanzen mit der Stanze. Das ist ganz praktisch. Wenn ihr das nicht verstanden habt, müsst ihr euch nochmal an mich wenden. Dann kann ich euch das nochmal erklären. Gut. Also, ich habe hier verschiedene Blätter. Ich habe die Tulpenblüten in verschiedenen Formen. Und noch ein paar Stängel. Stängel habe ich auch ausgeschnitten. Und die Blätter, die habe ich so ausgeschnitten, bis auf die, die in der Stanze sind. Und dann habe ich das arrangiert. Schon mal zusammengeklebt. Sieht von hinten jetzt nicht ganz so toll aus, aber von vorne ist doch sehr schön. Und dann werde ich das in dem Fall hier hinten anbringen. Das können wir jetzt mal machen. Versuchen wir mal. Also. Dann gucken die Tulpen da so ein bisschen vor. Ja, im Moment verschmiere ich auch immer mal ein bisschen Kleber. Ich sage, ist nicht ganz so elegant. Und dann habe ich mir überlegt, damit das Ganze von hinten nicht so ein bisschen komisch aussieht, klebe ich einfach nochmal die Form in einfacher Ausführung dahinter. Alles mit der Schablone, die ich mir vorher zurechtgeschnitten habe. Man muss das nicht mit der Schablone machen, das geht auch anders. Aber da muss man jedes Mal neu ausmessen. So, klebe ich das dahinter. Gut, dann brauche ich noch ein bisschen Schleifenband. Hier oben möchte ich das anbringen. Da habe ich dieses genommen. Das ist unheimlich schön. Das ist das zweifarbige Geschenkband in Blütenrosa und Flüsterweiß. Das war mir so ein bisschen breit. Und dann habe ich es einfach geknickt und zusammengeklebt. Dann ist das so ein bisschen fester auch. Habe ich mit Snail zusammengeklebt. Oh, das habe ich hier schon mal. Das bringe ich jetzt hier an. So vielleicht. Ich sage, ist nicht so elegant im Moment, aber irgendwie geht es. Ich denke, beim nächsten Video ab wird es überstanden sein. Ist im Haushalt passiert. Im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Und da sind wir jetzt im Moment die meiste Zeit. Habe ich hier noch so ein Schleifchen so zurecht gemacht. Das befestige ich hier mit so einem Glue-Dot. Setze ich einfach so da drauf. Und was jetzt noch fehlt, ist ein kleiner Spruch. Und der kommt jetzt aus dem Stempelset Tropische Träume. Was mir auch unheimlich gut gefällt. Und die Stanze, die ich verwendet habe, das ist die Stanze
Etikett nach Maß. Auch ganz toll, finde ich. Immer wieder einsetzbar. Gibt es schon länger. Also wirklich ein Basisteil. Das Ganze habe ich dann in Espresso gestempelt. Und ein bisschen rundherum mit einem Schwämmchen angeinkt. Die Schwämmchen kennt ihr, oder? Ich kann es euch noch mal zeigen. Hier ist mein Sammelsurium. So sehen die aus. Einfach so ein kleines Schwämmchen. Dann lässt sich das immer prima machen. Gut. Das bringen wir jetzt mal mit dem Dimensional auf. Und dann bringen wir das hier auf. Gut, jetzt fehlt noch der kleine Steg. Nee, was ich euch erst noch sagen wollte, welche Stempelkissen ich verwendet habe für die Blumen. Das ist einmal Gartengrün für die Blätter. Rokoko Rosa für die Tulpen. Und auch nochmal Blütenrosa für die Tulpen. Gut, jetzt nehmen wir unseren Steg, den wir schon mal gefalzt haben. Legen das hier nach außen und den einfach nach innen. Damit wir das hinten so zusammenfalten können. Dann kleben wir es ein. Also, damit ihr das hier auch sehen könnt, hier habe ich das reingeklebt. Gerade. Dann knicke ich das um und lege das obere Teil hier so drauf. Ein bisschen festhalten. Und schon steht die Karte. Könnt ihr so verschicken. Mal noch ein bisschen nach hinten knicken. Ah, da braucht man schon großen Umschlag dann, ne? Aber zumindest steht es so schön. Und falls ihr noch wissen möchtet, welches Designerpapier ich hier verwendet habe, das ist das Designerpapier Magnolienweg. Da ist dieses schöne Papier in Blütenrosa mit dabei. Das passt da also ganz gut. Ja, schon viel verwendet. Und da habe ich auch das gleiche Schleifenband genommen, ein bisschen anders verknotet. Sieht gleich anders aus. So stünden die jetzt. Oder eben so liegen sie. Ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt so nachbasteln. Ich denke, es ist einigermaßen verständlich. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal bei guter Gesundheit. Bis dahin. Und jetzt könnt ihr noch weiter hoppeln zu den anderen Teilnehmern des Video-Hops. Viel Spaß und tschüss.